Warst darauf dann 9 Monate lang im Koma. Genau. Und als du dann aufgewacht bist, kam einfach der nächste Schlag, Diagnose Krebs. Genau. Ja, also ich habe so viel Drogen konsumiert, dass ich 4 Monate im Koma noch lag. Also ich habe mich so abgeschossen mit allem, was geht, ganz ehrlich. Und da habe ich auch das erste Mal das Licht gesehen, so wie man sich das vorstellen kann. Ja. Du hast dann angefangen, wieder zu beten und hast quasi zu Gott geschrien. Ja. Warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir mein Kind genommen? Warum hast du mir Krebs beschert? Mitten in diese Realisationszeit kam dann 2011 auch deine Tochter und du warst wieder überglücklich. Ja. So, irgendwas hat einfach wieder hingehauen. Ne? Und dann sollte die dir auch genommen werden, wegen einer schweren Leukämieerkrankung. Wie war das für dich? So. Schlimm, also ich habe sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet. Sie war dann im Hospiz gewesen. Wir haben sie eigentlich praktisch aufs Sterben vorbereitet, ja, aber sie hatte trotzdem noch so viel Wahnsinnskraft und sagte, Mutti, mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns bei Gott wieder, ja, bei den Engeln. Und ja. Du bist dann danach 2022 wieder erneut obdachlos gewesen. Ja. Und du bist dann auch wieder in Haft gekommen und hattest dann auch deine erste Begegnung mit Gott. Ja. Hast aber noch irgendwie keine Veränderung gespürt. Nee. Ich habe gedacht, ich habe die chronische Haftmacke, weil ich zu lange in Haft gesessen habe und habe, wie gesagt, ich war in meiner Zelle, habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt einfach, dass ich clean bleibe, dass ich einen Weg finde aus der Sucht heraus, aus der Gefangenschaft. Und ich habe das auch wirklich so erlebt, dass der Raum wirklich hell war und ich dachte, ich spinne, ich habe da... Ja, konnte das auch nicht zuordnen, was da passiert und habe das dann auch erstmal wieder ein bisschen beiseite geschoben. Hm. Durch die Drogensucht habe ich dann angefangen, halt Kellereinbrüche zu machen, um mir meine Drogen zu finanzieren. Und das war dann eben halt schon so krass, dass er mich dann eben halt für mehrere Monate, manchmal auch Jahre, weggesperrt haben. Am 19.09. wurdest du dann auch wieder aus der Haft entlassen, also 2022. Und hast du jetzt einen neuen Partner? Ich glaube, wie ist der neu? Wie lange bist du noch? 2 Jahre. 2 bist du mit dem, okay. Und hast dann einen neuen Partner, Mike, kennengelernt? Am 22.09.2022? Ja. Und ab da hat sich dann alles verändert. Ja. Du hast die Liebe und die Geborgenheit gespürt, die Wärme. Ja. Wie war das so für dich, mal wieder Wärme und Geborgenheit zu fühlen? Am Anfang war es beängstigend, weil ich ja auch durch die, sag ich mal, durch den Konsum von Drogen mich halt auch selber vorher Beziehungen hingegeben habe, die, wie gesagt, wo man das eben halt auch erwartet, ne, dass man eben halt Liebe, Geborgenheit bekommt, aber das funktioniert einfach so nicht, ne, und, aber durch ihn war es eben halt, es war ehrlich, ja, es war von Herzen, es war ehrlich und so ist es bis heute. Das ist schön. Also, du hast dann wieder Kontakt zum Blauen Kreuz aufgenommen, am 14.10.2022, aufgrund von Auflagen einfach. Genau. Und dadurch hast du dann aber auch tatsächlich beschlossen, aufzuhören zu konsumieren. Am 25.12.2022. Genau. Ja. Warum genau an dem Datum? Was hat dich dazu bewegt, aufzuhören? Ich weiß nicht. Das war einfach, der Impuls war da, es geht so nicht mehr. Wenn du es jetzt nicht schaffst, schaffst du es überhaupt nicht mehr. Also es war kein Anlass jetzt da, dass ich sagen hätte können, okay, weil Stoff hatte ich noch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und hatte auch das Geld noch dazu, mir das irgendwie zu finanzieren, aber ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte einfach raus. Ja, und danach dann der nächste große Meilenstein am 6.3.2023, die Diagnose krebsfrei. Wie war das für dich? Wunder, Wunder, aber es sollte halt nicht so bleiben, weil es eben halt vor 3 Monaten wieder zu einer erneuten Krebsdiagnose gekommen ist. Kannst du kurz beschreiben, was das mit dir gemacht hat? Was hat das in dir ausgelöst? Hat das was hochgeholt? Ja, ich habe mich gefragt, warum habe ich aufgehört zu konsumieren?
ganz ehrlich, ja. Warum habe ich aufgehört zu konsumieren? Warum bin ich den Weg gegangen? Ja. Du hast dann eine Besinnungsfahrt mitgemacht vom Blauen Kreuz Ja. nach Oberkrinitz. Kannst du ein bisschen was davon erzählen? Wie war das für dich? So eine christliche Ja. Besinnungsfahrt als frischer Christ, sage ich mal, oder noch nicht mal wirklich Ja, entschieden, nee. sondern einfach mal mitmachen. Ja. Also es war, weiß nicht, wusste gar nicht, auf was ich mich darauf einlasse, ja. Ich habe mich in den 10 Tagen mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt, was ich in einem Jahr oder in den ganzen Jahren Konsum nicht gemacht habe. Ne? Das war, ich war frei von den Drogen, frei von der Gefangenschaft und auf einmal war der Impuls da, du wirst jetzt frei. Du gehst vors Kreuz und übergibst dein Leben in Jesus Hände, ja. Das war einfach, das musste so sein. Also hast du dich dann bekehrt auf der Genau. Besinnungsfahrt? Es war das 7.9.23. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das verändert, dass du Jesus dein Leben in die Hände gelegt hast und hast gesagt, du bist jetzt der Herr über mein Leben? Alles, alles. Also ich kam mir vor wie auf Drogen, erneut, aber halt trotzdem nicht konsumiert. Aber es war einfach, die Last war weg von den Schultern. Das ist einfach die Schuld, die ich mir die ganzen Jahre gegeben habe, über den Tod meiner Kinder, über das Koma meiner Mutter. Also es war alles weg. Es war das erste Mal, dass ich mich wirklich frei von Sucht und Gefangenschaft gefühlt habe. Und wie hast du Gott bis jetzt in deinem Alltag so erlebt? Er spricht zu mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Er nimmt mir die Angst, gibt mir den Mut und die Kraft, ja, jeden Tag auch frei und clean zu sein. Ja. Du hast ja vorhin kurz angeschnitten, dass du jetzt erneut die Diagnose Krebs hast. Ja. Wie gehst du jetzt damit um? Also du hast jetzt den Glauben für dich entdeckt. Ja. Hilft er dir dadurch? Ja. Auf jeden Fall. Also hätte ich den nicht, dann wäre ich, glaube ich, wieder ganz unten. Und auch die Gemeinschaft vom Blauen Kreuz, die Bibelstunden, die Gespräche, und auch mein Mann, er hilft mir da sehr. Du arbeitest jetzt ja auch ehrenamtlich mit beim Blauen Kreuz Ja. und hast jetzt sogar in Paunsdorf eine Beratungsstelle Ja. gestartet. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was machst du dort? Was ist deine Tätigkeit? Wer kommt da so zu dir? Ja, wir haben jetzt in Paunsdorf eine Beratungsstelle, die gehört mit zum Blauen Kreuz. Da sind wir Montag und Dienstag von 10 bis 16 Uhr tätig. Ich mache die Beratung und der andere Mitarbeiter, der macht eben halt dieses blaue Café. Wir bieten verschiedenen Leuten an, nicht nur die Suchtproblematik haben, auch sozial Schwachen oder Kinder und Jugendlichen halt, bieten wir einen Raum an. Die können halt zu uns kommen, ne? Also das ist halt Kaffee trinken, reden über Alltagsprobleme, Suchtproblematik, also verschiedene Art. Danke, Katrin, dass du heute da warst. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und ja, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuschauern sagen möchtest, mitgeben möchtest? Dass es auf jeden Fall keine Schande ist, sich Hilfe zu suchen, auch egal wie lange man suchtkrank ist, sei es 5 Jahre, 20, in meinem Fall 25 Jahre. 25 Jahre, es ist wirklich keine Schande, sich Hilfe zu suchen und die auch anzunehmen.